Überraschung, denn ist woanders, als er sonst ist. Ja, ich habe gedacht, wenn der Winter nicht zu mir kommt, dann komme ich halt zum Winter. Und siehe da, hier ist er. Ja, also der ist schon da, der versteckt sich bloß. So, total unoffensichtlich auf dem Berg. Handschuh wäre gut. So, mache kleine Spazifiziergang. Tour ist zu viel gesagt, weil ich muss da noch eine Location ausscouten. Ah, Anglizismen, wer mag sie nicht. Jedenfalls ist hier so eine Stelle mit ganz toller Aussicht hier hinter mir. Er ist ausgewiesen als Aussichtspunkt. Also wie man sieht, wunderschöne Aussicht. Na, so, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Eigentlich wollte ich noch was Sinnvolles erzählen und wir ignorieren einfach den Umstand, dass ich hier im Schnee rumstapfe. Oh, halt, Wegweiser. Okay, dann erzähle ich nach dem Wegweiser was. Und jetzt ging es da hinten gerade noch mal relativ steil den Buckelhof und da habe ich gedacht, solange das hier so steil ist, kann ich nichts erzählen. Und beziehungsweise bin dann zwischendurch zu sehr am Abkeuchen gewesen und habe gedacht, jetzt erzähle ich es nochmal von vorne. Lauf jetzt etwas langsamer, sodass ich hoffentlich den Buckel hochkomme, ohne allzu sehr zu schnaufen wie ein dickes, fettes Gummibärchen. Vielen Dank für diesen Kommentar. Grrr. Ja, fühl dich angesprochen, wenn du dich angesprochen fühlst. So, war eine Sie. Ne? Und meine Geschlechtsgenossen würden ja sowas niemals sagen. Ja, wir halten ja schließlich zusammen, aber immer diese Frauen. Oh, hier soll es wohl angeblich wieder schöne Aussicht geben. Guckt mal, schöne Aussicht. Ich wollte ja jetzt loslegen, also, sonst wird das Video ewig lang. Cyanobakterien, folgendes. Ne? Also, gleiches wie Grünalgen, Blaualgen. Grünalgen sind, ist egal. Sagen wir einfach, sie heißen Cyanobakterien und wir merken uns im Volksmund gerne auch mal als Blaualgen bezeichnet. So, da gibt es jetzt so ein paar Dinge, die man da beachten muss. Ich mache es mal kurz. Wasser, in dem mit Sicherheit welche drin sind, ist stehendes Gewässer mit Grünfärbung oder irgendwelchen Schlieren, die nach irgendwelchen Chemikalien aussehen, aber aus Bakterien bestehen, obendrauf. Und das ist mit Sicherheit mit Cyanobakterien verseucht, so ein Gewässer. Danach Möglichkeit überhaupt nicht draus trinken, egal mit welcher Aufbereitungsmethode, wenn es unbedingt sein muss. Dann empfiehlt sich, wenn man hat, ein Filter und alle anderen Methoden, darauf kommen wir dann später noch mal ein bisschen. Dann generell stehende Gewässer. Stehende Gewässer können eigentlich fast immer Cyanobakterien enthalten. Ausnahme, das Gewässer besteht noch nicht länger als 3 Tage. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, nochmal, wenn unser Wasser noch nicht länger als 3 Tage irgendwo rumsteht, dann können eigentlich auch keine Cyanobakterien drin sein. Wenn es länger als 3 Tage rumsteht, dann, wie gesagt, stehendes Wasser, dann können theoretisch welche drin sein. Da hängt es jetzt davon ab, wie warm es ist. Steht unser Wasser bei 40 Grad irgendwo im Schatten, dann sind da mit Sicherheit, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit bereits Cyanobakterien drin, nach 4 Tagen oder was. Ist unser Wasser in der prallen Sonne und nicht besonders tief und wir haben knalle Sonne drauf, dann ist es zwar warm, aber dann killt wiederum die UV-Strahlung die ganzen Bakterien, die da drin sein könnten. Heißt, so ein Gewässer ist eine Ausnahme bei den stehenden Gewässern. Und sowas wäre dann also auch harmlos, das zu trinken. Allerdings wird man so ein Gewässer in der Praxis wahrscheinlich nicht antreffen bei diesen Temperaturen. Würde das relativ schnell verdunsten, insbesondere wenn es nicht besonders tief ist. Weil im tiefen Wasser könnten sich dann die Cyanobakterien quasi aufhalten, um sich vor der Sonne zu schützen. Heißt, der Fall ist eigentlich nur von theoretischem Interesse. So. Haben wir jetzt also ein stehendes Gewässer und das Gewässer steht länger als 3 Tage und es ist vergleichsweise warm. Dann gehen wir erstens davon aus, dass welche drin sind und zweitens können wir jetzt bloß noch feststellen, ja, wie viele sind denn möglicherweise drin. Und da bietet sich für uns unterwegs nur eine Trübheitsprüfung, heißt, wir füllen Wasser in ein
durchsichtiges Gefäß, das nach Möglichkeit schön sauber ist. Und dann gucken wir mal, wie trüb ist denn das Wasser? Können wir einen Gegenstand hinter dem Gefäß, durch das Gefäß hindurch, noch genauso gut erkennen wie ohne Gefäß dazwischen? Ne? Und wenn das der Fall ist, dann können wir davon ausgehen, dass da keine sichtbare Trübung vorhanden ist. Und dann müssten eigentlich, auch wenn überhaupt, nur so geringe Konzentrationen Cyanobakterien im Wasser sein, dass man es immer noch trinken kann. Ne? Also das wären so wenig. Davon wird man nicht krank. Im Regelfall. Wie immer gilt ja bei diesen Sachen mit dem Wasser aufbereiten, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. 99,999 und so ein Kram, das ist theoretisch denkbar. Aber 100% ist unmöglich. Ne? Also das im Hinterkopf behalten, bevor mich hinterher noch irgendjemand verklagt. Ja, ist das Wasser trüb und stehend und es ist warm und dann auf keinen Fall ungefiltert trinken bzw. unaufbereitet, weil dann sind mit Sicherheit Cyanobakterien drin. So, kommen wir zu den Fließgewässern. Grundsätzlich gilt, je schneller fließend, desto sicherer, was die Cyanobakterien angeht. Irgendwas, was wirklich mit einer ordentlichen Geschwindigkeit so bergbachartig dahin plätschert, da sind keine drin. Außer es handelt sich um was, das aus irgendeinem See herausplätschert. Auch wenn es das schnell tut, in dem See könnten ja welche drin sein, die jetzt mit dem Abfluss des Sees rausgespült werden. Ne? Weil der See ist ja wieder ein stehendes Gewässer. Aber haben wir es irgendwie mit irgendeinem Bergbach, wie gesagt, zu tun, unweit der Quelle und dazwischen sind keine großen Seen, die die Fließgeschwindigkeit stark verringern, zu vermuten oder zu finden, dann haben wir auf jeden Fall ein Wässerchen, das so schnell fließt, da brauchen wir uns dann keine Sorgen machen. Grundsätzlich ist generell in Fließgewässern die Bildung von Cyanobakterien direkt im Wasser sehr unwahrscheinlich. Warum sage ich jetzt extra direkt im Wasser? Weil es gibt noch einen Sonderfall bei den Fließgewässern, nämlich, dass wir Cyanobakterienbildung auf einem Medium haben. Wenn die nämlich zum Beispiel an einem Stein hängen und auf diesem Stein wachsen, ne? Also quasi wirklich wie Algen, deswegen heißen die ja auch so, auch wenn es keine sind, dann haben sie nicht das Problem, dass ihnen ständig ihr Lebensraum wegfließt, sondern da können sie sich festhalten, da können sie in Ruhe ihre Photosynthese machen. Allerdings hocken die dann auch wirklich nur auf diesem Stein und treiben nicht so im Wasser, weil dann würden sie ja wieder weggespült werden. Das heißt für uns, die kleine Einschränkung, haben wir ein Gewässer mit, naja, im krassesten Fall richtig grün bewachsenen Steinen. Dann sollten wir versuchen, beim Wasser aufnehmen oder Wasser rumplanschen und so weiter und so fort, sollten wir versuchen, nach Möglichkeit gar nicht erst groß mit diesem grünen Zeug, was da auf dem Stein klebt, in Verbindung zu kommen. Ne? Also das wäre quasi so die Ideallösung, die auf Nummer sicher Lösung. Hier ist ein Schild, mal gucken. Klingt gut. Klingt gut. Ja, das wäre, also wie gesagt, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle möglichen Gewässertypen durch. Nochmal immer im Hinterkopf behalten, je wärmer, desto wahrscheinlicher sind wir jetzt zum Beispiel hier, wo ich jetzt unterwegs bin, ne? Würde ich jetzt hier einen Tümpel finden, ich könnte aus dem Tümpel definitiv trinken, ohne mir über Cyanobakterien Gedanken machen zu müssen, weil es zu kalt. So, also man muss da wirklich die Temperatur immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist durchaus möglich, dass es Gewässer gibt, die im Sommer voll mit den Dingern sind und untrinkbar und im Winter quasi Trinkwasserqualität hätten. Also nicht deutsche Trinkwasserqualität, aber ausreichende Trinkwasserqualität. Übrigens, wenn man schon einen grünen Film auf der Wasseroberfläche sieht oder irgendwelche Schlieren im Wasser oder auch nicht grün, sondern rötlich, gelblich und solche Späße, die sogenannte Algenblüte, dass das also echt ungesund aussieht, das muss ich niemandem erzählen, dass das dann auch tatsächlich ungesund ist, oder? Das setze ich jetzt mal als offensichtlich voraus. Gut, aber jetzt. Wir sind jetzt darauf angewiesen, ein Wasser zu trinken, bei dem wir davon ausgehen müssen, dass eventuell ein paar Cyanobakterien drin sind, ein paar zu viele.
Gut, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten zur Aufbereitung. Am besten ist schlicht und ergreifend, da gibt es auch kein Wenn und Aber, am besten ist Filtern, Punkt. Weil dann sind sie gar nicht erst in unserem Trinkwasser, die bleiben da draußen, werden ja durch die kleinen Poren von unserem Filterchen zurückgehalten und das Problem ist gelöst. So, haben wir keinen Filter, haben wir noch zwei Möglichkeiten. Entweder wir töten die Bakterien ab, dann führt das dazu, dass sie zwar immer noch im Wasser sind, aber wenn sie tot sind, setzen sie sich entweder unten ab, das ist die eine Möglichkeit, oder Möglichkeit 2, sie treiben oben auf. Wenn wir jetzt unser Wasser nehmen und vorsichtig den Überstand, was oben drauf treibt, abkippen, übrigens nach einer Stunde stehen lassen, also erstmal stehen lassen, eine Weile. Stunde, weiß ich nicht, ob eine Stunde sein muss, aber ich sage jetzt einfach mal eine Stunde, damit ich irgendeine Zahl genannt habe. Dann abkippen, was oben drauf treibt, also die oberste Wasserschicht sozusagen abkippen. Was dann in der Mitte ist, kann man trinken und den Bodensatz, den darf man dann wiederum nicht trinken, weil sich da ja die schwereren Cyanobakterien abgesetzt haben. Auch wenn man da unten überhaupt nichts sieht, kann es trotzdem sein, ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die da unten sitzen. Mit der Methode hat man keine Sicherheit, dass beim Wasser, das man in der Mitte säuft, nicht auch ein paar Cyanobakterien drin sind. Oh, schön, ja, ja. Ich weiß schon, warum ich heute mal wieder im Winter unterwegs bin. Das hat einfach was, diese zugeschneiten Nadelbäume. Ja, jedenfalls haben wir da auch keine Sicherheit, dass überhaupt keine Cyanobakterien drin sind. Aber die Konzentration von denen sollte eigentlich in den aller meisten Fällen im unschädlichen Bereich liegen. So, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass wir die Bakterien nicht nur abgetötet haben und die Leichen quasi weggekippt, sozusagen, die oben treibenden und die unten sich absetzenden Leichen, sondern wir haben sie krass getötet und dabei auch gleich zum Platzen gebracht, unsere Cyanobakterien. So, und in dem Fall werden die Giftstoffe, die in den Bakterien drin sind, natürlich ins Wasser abgegeben, wenn die im Wasser platzen. Das heißt, wir müssen jetzt die Giftstoffe aus dem Wasser wieder rausholen. Die Bakterienleichen können uns jetzt egal sein, die sind ungefährlich. Das Gift im Wasser, das ist jetzt interessant. So, theoretisch könnte man jetzt mit irgendeiner Aktivkohlefiltereinrichtung filtern. Das ist aber unwahrscheinlich, weil hätten wir sowas dabei, dann hätten wir ja unser Wasser generell am Anfang sowieso gefiltert. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, mit einem improvisierten Kohlefilter zu arbeiten. Das heißt, wir nehmen Holzkohle aus dem Lagerfeuer, stampfen die schön klein, packen die zum Beispiel in eine PET-Flasche und da lassen wir dann unser ganzes Wasser möglichst durchlaufen. Wie das im Detail funktioniert, das will ich jetzt aber nicht erklären. Das ist einfach nur mal, um die Methode genannt zu haben. Möglichkeit 2, auch nur theoretisch von Interesse, ein Greilwasserfilter wäre auch noch in der Lage, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, da dann noch einiges rauszufiltern, die Giftstoffe, die jetzt im Wasser sind. Aber haben wir den dabei, hätten wir auch unsere Bakterien gar nicht erst zum Platzen bringen müssen. So, und damit bleibt dann eigentlich nur noch als realistische Notlösung, die uns jetzt noch zur Verfügung steht, unser Wasser zu destillieren. Und dazu habe ich ja neulich schon ein paar Dinge in einem Kurzwissen-Video erzählt. Das heißt, das spare ich mir jetzt an dieser Stelle fürs Erste. So, haben wir es destilliert, sind die Gifte auch wieder raus und dann sind wir auch wieder auf der sicheren Seite und haben Trinkwasser. Oder wir haben halt eben die genannten anderen Methoden angewendet. Und dann bin ich mit dem Thema Cyanobakterien auch durch. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.